Superstar Sidney Crosby, der das zwischenzeitliche 3:3 erzielte, legte seinem Teamkollegen Gabe Wenzel das 5:3 auf und feierte damit seinen 700. Assist in der NHL. Pittsburgh liegt in der Metropolitan Division auf dem 2. Platz. Anaheim ist Dritter in der Pacific Division. Den Boston Bruins reichte eine Niederlage in der Verlängerung, um sich vorzeitig das Ticket für Playoffs zu sichern. Bei den St. Louis Blues unterlag der sechsmalige Stanley Cup-Sieger mit 1:2, sicherte sich durch Verlängerung aber den entscheidenden Punkt. Boston ist in der Atlantic Division Zweiter hinter Tampa Bay Lightning. Die Ergebnisse des Spieltags auf einen Blick: die NHL-Tabellen auf eurosport.de.